City Nightline 1286 nach München Hauptbahnhof, und zwar im Jahr 2008. Einen guten Abend. Du hast heute die Ehre, einen der wenigen City Nightliner von Lübeck nach Hamburg Hauptbahnhof zu fahren. Regulär starten diese Züge in Hamburg-Altona. Aber da die Bahn gerade die Wagen auf dieser Strecke testet, starten einige schon in Lübeck Hauptbahnhof. In Hamburg Hauptbahnhof wird an das andere Ende eine Lok ankuppeln und weiter nach München Hauptbahnhof fahren. In Hamburg Hauptbahnhof hast du dann Feierabend. Rüste nun erstmal deine Lok auf und lass die Fahrgäste zusteigen. Die Abfahrt ist dann um 23.10 Uhr und damit eine gute Fahrt. Ja, wir sitzen an Bord der Baureihe 189, stehen am Hauptbahnhof von Lübeck und haben am Zughaken dran einen wunderschönen CNL, nämlich den City Nightline mit den entsprechenden Talgo-Wagen. An uns vorbei zwischen hier gerade noch zwei 218er, die im Dunkeln der Nacht verschwinden. Und damit wir gleich losfahren können, öffnen wir erstmal die Türen an unserem Zug, lassen die Fahrgäste hinten zusteigen und schalten uns natürlich auch die Spitzenbeleuchtung an der Lokomotive ein. So, hier hinten am Zug können wir auch mal ganz kurz in die Wagen hineinschlüpfen und uns mal so ein bisschen umschauen. Denn jetzt, wenn wir hier gerade noch im Bahnhof stehen, haben wir wahrscheinlich die Möglichkeit, den Zug mal in Ruhe betrachten zu können und uns so ein bisschen umzuschauen. Hier sieht man auch so mal ein bisschen die alte Bestuhlung der alten oder ehemaligen City Nightline Wagen, die eben in Deutschland unterwegs gewesen sind. Betonung liegt eben auf gewesen sind, weil die neuen Wagen von Talgo, die im ECEL eingesetzt werden sollen, natürlich ein wenig anders aussehen werden. Beziehungsweise auch von der Konstruktion her sich deutlich zu den alten Wagen unterscheiden. So, hier haben wir jetzt nochmal den Teil der Bordgastronomie. Und ja, so viele verschiedene Innenansichten sind hier gar nicht im Zug vorhanden. Deswegen würde ich auch sagen, steigen wir direkt wieder aus dem Zug aus, gehen einmal raus auf den Bahnsteig, gucken mal ganz kurz an den Abfahrtsanzeiger, da steht 23.10 Uhr dran und aktuell haben wir es 23.08 Uhr und ungefähr 30 Sekunden. Heißt, wir haben noch ungefähr 1 Minute und 30 Sekunden, um den Zug vorzubereiten und mit ihm dann gleich abzufahren. So, hier steht auch schon drin Hamburg-Altona, Hannover, München-Ost. Das passt so ungefähr auch zu unserem Zuglauf dazu. Und von daher sind wir gute Dinge, was zumindest die Fahrgastinformationen angeht. Im Führerraum angekommen, schalten wir uns die Beleuchtung im Führerstand und die Instrumentenbeleuchtung ein. Wir wollen außerdem mit PZB und LZB fahren. Deswegen Shift 8 für die PZB. Diesmal obere Zugart und Shift 6 für die LZB. Dann ganz kurz gucken, wir ziehen mal die Lokbremse an, sichern den Zug damit. Zugbremse lösen wir aus. AFB würde ich ganz gerne haben wollen. So, da wir in Deutschland unterwegs sind, können wir die auch direkt auf 60 einstellen und dann mit 60 ausfahren. Und ja, wir können hier drin noch auf die Zug- und Bremskraftanzeige wechseln, damit wir das hier ganz eindeutig haben. So, und dann würde ich sagen, genau, schließen wir gleich die Türen. So, der Schließbefehl geht rein. Türen sind geschlossen. Und dann heißt es für uns abfahren. Zugbremse und Lokbremse sind ausgelöst. Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. Na, jetzt kriegen wir noch eine Störung rein. Aber woher? Ist da die Handbremse oder irgendwas angelegt? Eigentlich nicht. Genau, ist er auch nicht. Probieren wir es nochmal neu. Genau, jetzt lässt sich auch Leistung vortasten. Langsam Zugkraft aufbauen. Und dann geht's los. Ja, heute erwartet uns mal eine kleine Nachtfahrt, nämlich im Dunkeln auf der Strecke zwischen Hamburg und Lübeck. Wir befahren die Strecke ja genau in der entgegengesetzten Richtung von Lübeck Hauptbahnhof nach Hamburg, haben unterwegs auch keine weiteren Zwischenhalte. Unser nächster Halt ist dann erst Hamburg Hauptbahnhof auf Gleis 8 im nördlichen Teil des Bahnhofs. Von daher wird es heute hoffentlich eine entspannte Tour durch die Nacht. Hier drüben sieht man noch so ein paar abgestellte Züge.
Das schaut mir auch direkt hier an der Seite aus wie ein 628er bzw. 928er. Und ein paar schöne Silberlinge. Sogar schon mit dem neuen DB-Logo. Ja, wir befinden uns so zeitlich im Rahmen oder in der Epoche der 2000er Jahre. Hatten sie auch am Anfang drin stehen. Das Szenario soll genau genommen im Jahr 2008 spielen. Und wir sind heute als Intercity, nicht als Intercity, als CNL 1286 nach München Hauptbahnhof unterwegs. Das Szenario ist mal wieder vom lieben Malte. Und ich bin schon sehr gespannt, was uns hier während der Fahrt dann alles erwarten wird. Bei den Anzeigen gehen wir mal noch in die Nachtansicht, dass wir hier nicht so stark geblendet werden dann. Und wir können auf die 90 beschleunigen. Zuerst eine Zugkraft aufbauen und dann die Geschwindigkeit korrigieren. Genau, wir werden dann auch höhere Geschwindigkeiten fahren nachher. Zuerst einmal geht es aber hier in Anführungszeichen relativ langsam aus dem Lübecker Hauptbahnhof hinaus. Hier auf der linken Seite sehen wir jetzt noch ein paar Abstellgleise oder ja, Gleise vom Güterbahnhof, wo eben Züge zusammengestellt werden etc. Die Betriebswerkstätten und so müssten hier auch mit vorhanden sein. Aber wie das genau aussieht, kann ich dir jetzt hier in der Nacht natürlich schlecht schildern. Auf jeden Fall, wenn es rüber ins Betriebswerk geht, dann fährt man von Hamburg auskommend nach Lübeck hier rechts rein. Und da gibt es dann auch einige Handweichen, die man, ja, in der Simulation mit der Maus in echt wirklich mit der Hand stellen darf. So, hier dann die Doppelbrücke. Das heißt für uns, wir können gleich weiter beschleunigen. Und zwar sind wir dann gleich auf der freien Strecke draußen. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon gemerkt. Wir sind nicht auf der normalen Strecke Hamburg-Lübeck unterwegs, sondern auf der überarbeiteten. Also die geupdatete Version, weil man sieht das hier auch so schön an den Masten. Die haben so ein paar Rostspuren. Das sind nicht einfach nur die Standardmasten, die hier hingestellt worden sind, sondern man hat da so ein bisschen Variation mit reingebracht und auch so ein bisschen, naja, den Touch von der echten Eisenbahn. So, und die 140 kommen dann erst da vorne, genau. Ja, was den Fahrplan hier an der Seite angeht, unser Nebula, der ist mal wieder so ausgeführt, dass es einfach nur ja, ein Platzhalter ist, der hier eingefügt ist. Für die Strecke Hamburg-Lübeck hatte ich jetzt hier keinen Nebula-Fahrplan etc. zur Verfügung. Der stammt hier von der Strecke Koblenz-Trier und ist aber für uns heute hier unrelevant. So, 140 darf gefahren werden. Wir schalten Zugkraft auf. Eine Vmax für den Zug war jetzt nicht explizit angegeben. Dürfte auch damit zusammenhängen, dass die 189 sowieso nur 140 fahren kann. Und der Wagenpark hinten dran, ja, als City Nightline deutlich schneller. Ich weiß gar nicht, ob der auf 160 oder 200 begrenzt war. Wird jetzt in der Nacht auch schwer ablesbar sein. Auf jeden Fall. Die Taigo-Wagen sind deutlich schneller als 140 unterwegs. Hier kann man mal so ein bisschen noch reingucken. Ja, da sieht man jetzt hier diese Pritschen, sag ich mal, die Betten, die man eben im Zug zur Verfügung hat. Genau, DB-Nachtzug. Ach genau, okay, 140 darf er nur fahren. Gut, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, der ist mit bis zu 160 unterwegs oder 200, aber... Siehe da, es sind tatsächlich nur 140, die der CNL fahren darf. Dann hier nochmal das Bistro, das Restaurant. Die Bezeichnung kann jetzt hier abweichen. Aber ich sehe hier außen auch nur dran stehen, DB Nachtzug. Genau. Und das Konzept der City Nightline-Züge hat eben damals vorhergesehen, dass große Städte miteinander verbunden werden sollten, idealerweise eben im Nachtsprung, sodass man sich am
teilweise frühen oder ja, manchmal auch späten Abend in den CNL hineinsetzen konnte oder hineinlegen, je nachdem, was man eben gebucht hatte. Und dann ging es einmal durch die Nacht mit dem Zug und am nächsten Morgen waren wir dann schon in der Destination angekommen. In dem Fall jetzt hier auf der Relation Lübeck bzw. Hamburg nach München. Und es wurden noch andere größere Städte angefahren. Unter anderem gingen auch City Nightline-Leistungen Richtung Schweiz, Richtung Basel. Ich weiß gar nicht, ob Österreich mit angebunden war an das Netz. Aber auf jeden Fall war das deutschlandweit verflochten. Und die City Nightline-Züge ja, waren in aller Munde. Häufig gezogen wurden die Züge von Lokomotiven der Baureihe 101. Von ja, 189ern zeitweilig eben auch. Gerade hier die schwarzen MRCE-Lokomotiven wurden dann teilweise angemietet. Ich glaube, damals war das noch Siemens Dispo-Lok. Bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Genau, und hinten am Zugschluss, für diejenigen, die es jetzt vielleicht auch in der Dunkelheit noch sehen können, der Generatorwagen, der eben auch dafür zuständig war, dass der Zug ja, mit Elektrizität versorgt wurde. Da waren sämtliche technischen Systeme untergebracht. Natürlich, eine Zugsammelschiene gab es auch in dem Zug. Also die Lokomotive hat natürlich die elektrische Leistung da auch in den Zugverband hineingespeist. Aber eben sämtliche Hilfsbetriebe, die im Zug benötigt wurden, waren eben auch im Generatorwagen mit untergebracht. Ganz charakteristisch ist vor allem auch dieses blaue Band, was den City Nightline Zug kennzeichnete. So ähnlich zum ja, Interregio Flair oder zum Interregio Farbkleid, muss man ja sagen. Fand ich eigentlich immer ganz schick. Jetzt hier vorne schon Bad Oldesloe kommt. Genau, das Licht mal ein bisschen abdimmen. Ja, da sieht man es einfach wirklich schön. Es ist so eine richtig schöne blau-weiße Zuggarnitur. Hinten dran steht immer DB Nachtzug. Beziehungsweise es gab auch Zeiten, wo einfach CNL dran stand. Genau, jetzt sind wir gerade in Rheinfeld. In Holstein. Und da zischt er durch die Nacht. Schranken gehen auch wieder auf. Perfekt. Und rein in den Führerstand. Wir haben jetzt auch den Vorteil, ein Großteil der Strecke ist hier so ein bisschen ausbeleuchtet durch die Straßenbeleuchtung, die hier nebenan irgendwo mit rumstand. Also da können wir nochmal den Zug wirklich in voller Pracht sehen, bevor es dann hier gleich wieder in die dunkle Nacht hineingeht. Wahrscheinlich war das auch die Beleuchtung der Häuser. Die hat hier einfach mal so durch die Lärmschutzwand hindurch gescheint oder geschienen. In der Simulation hier ist es einfach möglich. So, da kommt ein Gegenzug, da blenden wir mal ab, dass wir den Kollegen hier nicht zu sehr blenden. Das ist bei Nachtfahrten immer besonders unangenehm. Gerade bei ja, einigen Neubaulokomotiven. Die Altbaulokomotiven haben das Problem in der Regel nicht, weil die Scheinwerfer sowieso ja, relativ schwach ausgeführt sind in der Regel. Aber gerade bei Neubaulokomotiven ist es bei der echten Eisenbahn immer sehr, sehr störend, wenn einem da irgendwie ja, Fahrzeuge entgegenkommen. Insbesondere ja, muss ich da auf die Stadler Eurodual verweisen, die ein doch sehr grelles Licht hat. Insbesondere dann, wenn da noch das Fernlicht aufgeblendet ist, ja, dann wird das sehr, sehr schnell unangenehm. Auch bei Lokomotiven mit der 189 ja, gibt es viele Beispiele. Sehr viele Neubaufahrzeuge haben eben sehr, sehr grelle Scheinwerfer, wenn es um das Fernlicht geht.
was ja auch in einigen Situationen wirklich vonnöten ist. Insbesondere dann eben, wenn Nebel und schlechte Sichtbedingungen vorherrschen, dann ist das wirklich sehr, sehr angenehm, selbst mit diesem Licht zu fahren. Allerdings nicht dieses Licht, naja, entgegenzubekommen, also im Sinne dessen, dass man davon geblendet wird, das ist dann wieder noch und nöcher unangenehm. Kennt man eigentlich so ein bisschen auch von der Straße, wenn einem Autofahrer entgegenkommen, die auch da zum Beispiel das Licht nicht abblenden oder wo die Scheinwerfer einfach falsch konfiguriert sind. Und ja, so ähnlich oder noch ein bisschen schlimmer ist es manchmal eben, wenn einem da Züge entgegenkommen, die noch mehr Licht ausstrahlen, noch mehr Licht aussenden und das eben in einer ja, wesentlich höheren Intensität. So, alles grün hier. Jetzt ist es wieder so wunderschön beleuchtet hier. Was man auch gerade ganz gut sieht, die Lokomotive neigt sich gerade in den Kurven, weil die eben nicht überhöht sind, immer so ein bisschen nach Bogen außen. Da sieht man so ein bisschen die Fliehkraft, die auf den Zugverband eingeht. Und das hier dürfte jetzt aber wirklich Bad Oldesloe gewesen sein. Können wir ganz kurz in der Dispositionsansicht nachschauen. Genau, Bad Oldesloe. Ja, also die Fahrt wird heute leider nicht so lange dauern. Sie führt uns eben nur von Lübeck Hauptbahnhof bis nach Hamburg Hauptbahnhof. Der weitere Teil der Strecke wird dann von einem Kollegen übernommen, der den Zug weiter bis nach München fährt. So quasi einmal den Nachtsprung durch. Und für uns endet aber das Szenario streckenbedingt dann leider schon im Hamburger Hauptbahnhof. Wo sich aber selbst zu dieser Uhrzeit noch einiges abspielen dürfte. Übrigens, was vielleicht auch ganz interessant ist, für all diejenigen, die nicht aus Hamburg kommen oder vielleicht gar nicht so viel in Hamburg mit Zügen, also im Sinne der Vollbahnen unterwegs sind. In Hamburg gibt es auch einen gewissen Zeitslot, eine gewisse Zeitspanne, in der relativ wenige Züge fahren. Natürlich, das ist in der Nacht, aber auf der einen Seite werden in der Nacht dann Gleise und Infrastruktur gewartet. Unter anderem gibt es aber auch bei der S-Bahn dann gewisse Betriebsruhen, wo einfach keine S-Bahn-Züge fahren, jedenfalls keine regulären Fahrgastfahrten, wo dann eben auch die Zeit genutzt wird, um das Streckennetz instand zu halten oder Arbeiten an den Stationen durchgeführt werden. Und ich muss auch ehrlich sagen, desto später man am Abend oder in der Nacht mit der S-Bahn in Hamburg fährt, desto unangenehmer wird das eigentlich. So unangenehm habe ich das ehrlich gesagt auch in keiner anderen deutschen Großstadt bisher wahrgenommen. Ich fand das in Hamburg wirklich am unangenehmsten bisher. Insbesondere dann, wenn es halt darum geht, welches Klientel zu dieser Uhrzeit in den Zügen anzutreffen ist. Da kann man dann immer wirklich nur darauf hoffen, dass irgendwie vielleicht die DB-Sicherheit etc. mitfährt. Aber das ist ja wirklich auch in den seltensten Fällen der Fall. Also meine Erfahrung jedenfalls aus Hamburg von der S-Bahn, insbesondere was Fahrten in der Nacht angeht, sollte man vielleicht meiden, insofern man es irgendwie kann. Da fand ich wirklich die Busse und die Hamburger Hochbahn, also die U-Bahn, wesentlich angenehmer. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen schlechten Zug an dem Tag erwischt oder in den beiden Tagen, wo ich mit der S-Bahn gefahren bin. Also zur Nachtzeit. Aber im Großen und Ganzen würde ich dann doch eher den Bus empfehlen. Weil die Busse wiederum sind in Hamburg eigentlich immer unterwegs gewesen. Also nach meiner Auffassung jedenfalls. Da habe ich jetzt keine direkte Betriebsruhe oder so feststellen können.
Wahrscheinlich hängt das auch einfach damit zusammen, dass man im Vernetzungskonzept der Stadt so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass immer irgendwie eine Verbindung vorhanden ist. Also entweder U-Bahn, S-Bahn oder Bus. Dass man quasi ja, nie irgendwo alleine stehen bleibt in der Nacht und nicht von A nach B kommt. Natürlich, das Liniennetz ist dann ein bisschen eingeschränkt, beziehungsweise die Fahrhäufigkeiten nehmen natürlich in der Nacht ab. Aber das ist, denke ich mal, kein Problem, wenn man sich sowieso dann, ja, in der Nacht etwas ruhiger durch die Straßen begibt. Weil man weiß ja, man möchte dann zu dem und dem Ort. Und gut, wenn es halt eine Ad-Hoc-Entscheidung ist, wo man hin möchte, dann muss man gegebenenfalls auch mal den sportlichen Weg gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und halt einfach laufen. Auch wenn der Weg dann etwas länger ist, aber ja, so ist es dann eben. Und 110. Na komm, ich möchte den GPA nicht austesten. Da ist er nämlich schon. Na, da haben wir nochmal einen Nullstellungszwang. Sind wir noch eingebremst oder irgendwas? Ich glaube, man hier will keine Leistung aufschalten. Dann korrigieren wir erstmal die AFB-Zielgeschwindigkeit. Und genau, dann springt sie auch wieder an. Ja, es gibt manchmal diesen kleinen Bug, dass die Lokomotive nicht auf die Zugkrafteingabe reagiert. Wenn man eben ja, aus der AFB heraus den Zug eingebremst hat, also manuell eingebremst hat, ohne jetzt die AFB-V-Sollgeschwindigkeit zu verändern. Oh, das sieht so schön aus. Vor allem ist das auch so eine der wenigen Gelegenheiten, wo man die 189er vor einem Personenzug erleben kann. Überwiegend wird die Lokomotive natürlich im Güterverkehr, beziehungsweise wurde im Güterverkehr und wird im Güterverkehr eingesetzt. Weil sie eben auch gerade mit ihrer Mehrsystemfähigkeit ideal für grenzüberschreitende Verkehre geeignet ist. Ich mag vor allem die Beschleunigungssounds bei der 189er. Deswegen bin ich jetzt auch gerade etwas leise gewesen, als es um den Beschleunigungsvorgang ging. Ich mag das richtig, wie die mit diesem Knurren anfängt. Das ist ein echt schöner Sound. So, wir gucken mal ganz kurz. Wir haben es 23:28 Uhr. Um 23.43 Uhr sollen wir dann bereits in Hamburg Hauptbahnhof sein. Also gut 15 Minuten Fahrzeit haben wir noch vor uns. Gerade wenn es dann ins Hamburger Stadtgebiet hineingeht, dann müssen wir ein bisschen runterbremsen. Da wird es etwas langsamer. Die S-Bahn wird sich dann zu uns gesellen. Vielleicht sehen wir sogar die ein oder andere 474. Denn, ja, was anderes haben wir in der Simulation tatsächlich gar nicht zur Verfügung. So, 120 warten. Ja, da war jetzt noch ein bisschen Zugkraft aufgeschaltet. Jetzt habe ich nicht gesehen, was da für eine Geschwindigkeit dran stand, nur dass da ein Zelles 3V dran hing. Da das aber Fahrt angezeigt hat, kann die Geschwindigkeit nicht so niedrig gewesen sein. So, die 120 hatte ich registriert, die waren mir bewusst.
Scheibenwischer wollte ich jetzt nicht haben. So, Scheibenwischer wieder aus. Und wir haben da dran stehen eine 120. Okay. Dann können wir einfach die AFB-V-Sollgeschwindigkeit runterziehen. Zugkraft wieder leicht erhöhen. Und dann geht's mit 120 weiter. Dann haben wir eine LF7-Tafel mit 140. Ja, den Zuglängenmesser jetzt ein bisschen spät gesetzt. Es lohnt sich auch. Wir können wirklich nochmal Leistung aufschalten. Oder Zugkraft aufschalten, besser gesagt. Und Leistung abfordern. Was die Signaltafel hier gerade links vom Gleis sollte, weiß ich auch nicht. Da war eine 0 angeschrieben. Macht aus meiner Sicht eigentlich hier jetzt wenig bis keinen Sinn. Ich denke mal, da ist vielleicht einfach nur irgendwas bei der Signalisierung schief geraten. Irgendeinen Bug im Train-Simulator, das kann ja auch sein. Das muss ja jetzt nicht zwangsläufig an den Entwicklern liegen. Es kann ja sein, dass sich von Train-Simulator-Version zu Train-Simulator-Version wieder irgendetwas geändert hat und dadurch dann eben irgendwelche Fehlsignalisierungen hervorgerufen werden. So einen kleinen Einblick darüber bekommen, wo wir gerade sind. Also wirklich vor den Toren Hamburgs, muss man einfach sagen. Das Stadtgebiet wird dann wahrscheinlich hier so ungefähr ab Hamburg-Rahlstedt anfangen. Hier sehen wir jetzt noch nicht so viel, aber gleich hinter der, oder spätestens hinter dem zweiten Bogen werden wir dann die ersten Häuser zu Gesicht bekommen. Wenn man jetzt hier mal aus dem Fenster rausschaut, rechts und links sind zwar schon vereinzelt Häuschen zu sehen, wir haben eben noch sehr, sehr viel landwirtschaftlich genutzte Fläche, beziehungsweise auch Bäume am Streckenrand. Ich ziehe schon mal die Zugkraft ein Stückchen zurück. Ich ahne schon, irgendwas wird gleich kommen, was fahrteinschränkend ist. Und vom Fahrplan? 43, wie spät haben wir es aktuell? 32, das sollte eigentlich ganz gut passen. Wir haben jetzt noch 14 Kilometer vor uns. Ich glaube, da können wir auch einen Ticken gemütlicher fahren. Bleiben wir bei den 130 so ungefähr. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen manuell nachregeln, weil die Höchstgeschwindigkeit setzt sich hier mit der AFB fest. Ich könnte natürlich auch 130 einstellen, keine Frage. Aber ich wollte das ungefähr so ausgleichen, dass das hier von der Geschwindigkeit passt. Das VR0 da vorne gilt nicht für uns. Das ist wieder nur hier für das abzweigende Gleis. Für den abzweigenden Strang an der Weiche. Genau, jetzt wird es dreigleisig. Unter anderem auch deswegen, weil sich jetzt hier die Personenzüge natürlich häufen. Deswegen sind die Bahnhöfe eben oft mit irgendwelchen Ausweichmöglichkeiten gebaut wurden, weil hier einfach die Verkehrsdichte höher ist. Also
gerade der Bereich Richtung Lübeck hoch, der ist ja auch viel von Güterzügen genutzt, aber da fließt halt in der Regel der Verkehr über die Strecke. Und im Stadtgebiet werden dann eben ja gerne zusätzliche Gleise verbaut an den Bahnhöfen, damit man da eben für die Personenzüge oder Güterzüge, je nachdem wer halt ausweichen soll, die Möglichkeiten auch schaffen kann. In den urbanen Gebieten hat man eben oft S-Bahnen, Regionalzüge, die dann irgendwo am Stadtrand enden oder in irgendwelchen Vororten. Und damit das eben passt, gibt es da zusätzliche Gleise. Natürlich auch wieder nicht überall. An vielen Stellen wünscht man sich zusätzliche Gleise. Aber das Thema mit ja, Gleisrückbau, Weichenrückbau etc., das ist, glaube ich, allen bekannt, dass es da so naja, gewisse Epochen in der deutschen Bahngeschichte gab, wo eben Gleise zurückgebaut wurden. Damit meine ich jetzt nicht die Reparationsleistungen, sondern eher das, was ein paar Jahre oder ein paar Dekaden danach passiert ist, dass man eben die Bahn zumindest auf der Bilanz rechnerisch sehr wirtschaftlich aussehen lassen wollte, was dann aber doch eher wieder an der einen oder anderen Stelle zu Problemen geführt hat. So, Zugkraft setzen wir mal auf 0. Achso, auch das VA0 gilt wieder nicht für uns. Aber das da vorne könnte es. Deswegen, wir lassen mal rollen. Wobei, nein, kann auch nicht unseres sein, denn wir haben jetzt mindestens erstmal 1000 Meter bis zum Hauptsignal. Demnach ist das der Vorsignalwiederholer vom Gegengleis. Aber trotzdem, es geht runter mit der Geschwindigkeit auf 130. Nicht quittierungsbedürftig. Genau, und dann halten wir unsere 130 hier. Okay, rund auf 120. Ich habe nichts gesagt. Lassen wir einfach ausrollen und bremsen zusätzlich noch ein bisschen mit der E-Bremse rein. So. Genau, ab hier vorne die 120. Wir lunzen mal ganz kurz. Da vorne geht es dann weiter irgendwo mit 100. Das ist gar kein Problem. Ah, da konnte man jetzt den Zug nochmal richtig schön im Gleisbogen sehen. Ui. Das gilt wieder nicht für uns. Ja, das ist eben das Problem, wenn man dann einfach von einem Moment in den anderen, in den Führerstand wechselt. Den können wir wieder perfekt ausrollen lassen jetzt im Zug. Ankündigung 100. Und ab hier vorne dann beim Hauptsignal auch gleich gültig. Na, da kommt die RF-Tafel. Okay. Ja, auch ein bisschen ungewöhnlich, dass hier im Bahnhof die Signaltafel auf der linken Seite stand. Auf jeden Fall auf der rechten Seite, wir sehen es schon, hier unten eine Stromschiene, die natürlich der S-Bahn gilt. Und da vorne geht es dann weiter mit VR2 und 60 erwarten. Wir bremsen schön elektrisch rein. Wachsam. Perfekt, man braucht hier gar keine Luftdruckbremse mehr. Die Lokomotive handelt das alles ohne Probleme.
Oh, sehr schön. Eine 474. Nicht einsteigen steht dran. Ja, und trotzdem sitzen da so viele Leute drin, die hier in der Station abfahren. Und es geht weiter mit 60 und langsam Fahrt warten. Genau, was mir bestimmt auch schon aufgefallen ist, gerade jetzt hier im Stadtgebiet, oder beziehungsweise da, wo jetzt viele Betriebsstellen aufeinander folgen, habe ich auch das Fernlicht ausgeschaltet, damit wir hier die anderen Fahrzeuge auf der Schiene und natürlich auch gewissermaßen die Personen am Bahnsteig etc. nicht blenden. Das muss man jetzt nicht unbedingt machen, insbesondere dann nicht, wenn eben niemand da ist, den man blenden könnte. Ich lasse es aber gleich abgeschaltet, das Fernlicht, damit wir uns darauf gar nicht erst konzentrieren müssen. Weil wir sehen hier genug. Die Sicht ist jetzt nicht so schlecht, dass man sagen müsste, hey, wir brauchen hier Fernlicht. Und gerade jetzt den Teil rein in den Hamburger Hauptbahnhof, der ist uns ja eigentlich auch bekannt. Oh, hier drüben schön hier. SV-Signale. Und dann halt erwarten. Einfahrt mit 60 und 40 erwarten. Da kommt wahrscheinlich davor dann nochmal eine Runtersignalisierung. So, die Lokomotive sagt Zugbeeinflussung. Und wir sagen gleich willkommen in Hamburg Hauptbahnhof. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wo hier gleich nochmal ein ZS3 steht. Na gut, jetzt habe ich es versehentlich schon im Head-Up-Display gesehen. Aber eben dadurch, dass da unten die gelbe 4 noch mitgeleuchtet hat am Signal, wissen wir, okay, es geht nicht nur auf einen Halt zu. Also, das sagt uns ja die 4 erstmal nicht. Aber das VR0 sagt uns, also Halt erwarten sagt uns, da kommt ein Halt irgendwo in, ja, wahrscheinlich 1000 Metern Regelbremsabstand halt. Und dann eben die 40 zusätzlich nochmal, dass da irgendwo eine Geschwindigkeitsherabsetzung existiert, die uns wahrscheinlich auf dem Weg schon runter signalisiert. Und in dem Fall hier ab Bahnsteig anfangen. Da steht ein einzelnes ZS3. Damit wir hier nicht so schnell an den Bahnsteig heranbrettern. Und wir werden etwas zu schnell auch gerade. Und angesagt war ja, wir sollen im nördlichen Teil des Bahnhofs anhalten. Okay, also müssen wir noch ein Stückchen weit nach vorne. Wahrscheinlich hinter dem Z-Sig dann. Hinter dem Zwischensignal. Ich sehe da vorne auch schon irgendwas, was auf Kennlicht steht. Ist nur wieder die Frage, ob das unser Signal ist oder ob das wem anders gilt. Der 500er wird auch gleich kommen. Genau, das Signal hier ist betrieblich abgeschaltet. Und dann halten wir ganz vorne an. Signalkennzeichnung gibt es hier auch nicht. Das heißt einfach 00. So, dann wird der 500 ja hier aktiv sein. Genau. Wobei, wir können noch ein Stückchen vorne. So, dass der Zug ungefähr hier unter der Brücke steht. Wo haben wir den denn jetzt hinten? Ja, ach komm. Ich glaube, das passt so. Wir bremsen den Zug rein, öffnen die Türen, lassen die Fahrgäste zusteigen. Weil aussteigen wird jetzt hier keiner auf dieser kurzen Distanz. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für das schöne Szenario. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht, auch mal wieder einen Nachtzug zu fahren.
wenn es dir genauso geht und du natürlich auch weitere Folgen oder weitere Fahrten zum CNR, zum City Nightline Zug bzw. DB Nachtzug sehen möchtest, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare hinein. Gib ein Däumchen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall demnächst wieder. In allerspätestens 3 Tagen um 14 Uhr. Und ja, das war eine gute Fahrt. Gleich kommt noch ein Rangierbegleiter und kuppelt die Lok ab und die andere Lok an. Du hast nun Feierabend. Und genau damit würde ich auch sagen, war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Allseits gute Fahrt.